Baumeister gehört neben einer Reihe weiterer ausgesuchter Magazine zu den Partnern der diesjährigen Spielzeit des Salon Leupold. Sie haben heute Abend die Möglichkeit, das Magazin kostenlos mitzunehmen. Hier ist es. Ein paar wenige Exemplare haben sich geheimnisvoll reduziert, bevor sie überhaupt losgehen. Und Sie haben Gelegenheit, das Magazin nebst weiteren, wie gesagt, wir finden sehr anspruchsvoll interessanten Magazin im Café Leupold auch zu lesen, während des Aufenthalts. Wer noch nicht unter den Kreis Leupolds zu Gast war, den möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Anna Mellinger und ich bin für das Salonprogramm hier in diesem Haus. Ja, wir haben parallel zu der Architekturwoche, die ja gerade in München stattfindet und sich dem Thema Dichte als Lebensform und Zukunftsmodell für die Stadt widmet, haben wir uns das Thema Kreativität und Stadt auf die Fahne geschrieben und damit erstmal auch die Frage, was ist überhaupt mit dieser Form der Kreativität und Stadt gemeint. Dann wird es heute Abend darum gehen, wie wichtig überhaupt die sogenannte Creative Class für eine Metropole wie München ist, für ihre auch wirtschaftliche Strahlkraft und sozusagen auch für die eigene Chemie. Und dann geht es sich konkret auch am Beispiel von München darum, was tut München eigentlich, diese Weltstadt mit Herz und Laptop und Ledertasche und gewaschenen Quadratmeterpreisen, was tut diese Stadt dafür, eigentlich die kreative Klasse hier anzusiedeln oder überhaupt auch zu fördern. Diesen Fragen und noch mehr wird sich heute eine, wie ich finde, sehr interessante Gesprächsrunde widmen und ich darf ganz herzlich begrüßen Geraldine Knutzon, Münchens Tourismuschefin. Herzlich willkommen im Salon Leupold. Links von mir ist Thomas Wirt, Leiter des Kulturengagements der BMW Group München. Herzlich willkommen. Ja, links von mir aus betrachtet, sozusagen rechts von Ihnen aus, aus Kumbale aus Berlin. Mitbegründer des Büros für Architektur und Urbanismus Tele Internet Café. Und er sitzt hier auch, weil er den Wettbewerb um das Kreativquartier an der Dachauer Straße gewonnen hat. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie alle da sind und vielen Dank an Alexander Rutzmann, dem ich jetzt gleich das Wort übergebe. Alexander Rutzmann ist Chefredakteur des Baumeisters und wird hier heute Abend durch die Diskussion führen und hat sich das Thema auch ausgedacht und freue mich über eine interessante Runde und darf mich heute zurückziehen und komme dann erst wieder auf den Plan, wenn Sie hoffentlich Lust haben mitzureden, denn wie immer im Salon geht es ja darum, dass Sie sich auch einmischen, vielleicht nach einer konzentrierten Runde, aber ja, freue mich auf Ihre kreativen Fragen. Bis später. In der Tat, herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Kommen, trotz des tollen Wetters. Spricht sicherlich auch für die Location hier, die ja auch selber so einen Versuch darstellt, sozusagen einen neuen Hotspot der Kreativität und auch des kreativen Diskurses hinzubekommen. Mal schauen, ob das zumindest heute Abend klappt. Ich will noch nochmal ein paar Worte zu unseren Gästen sagen, was ich bei Frau Knutzon interessiert finde, ist, dass wir quasi die Internationalität und die Möglichkeit, München auch ein bisschen in den Kontext zu setzen, schon mitbringen, als jemand, der bis vor kurzem noch in Luxemburg gearbeitet hat, der die österreichische Staatsbürgerschaft hat, der aber vor allen Dingen auch gebürtiger Rheinländer ist. Also Sie haben sozusagen die internationale Perspektive auf München. Internationale Perspektive, denke ich, Thomas, die bringst du auch mit. Du warst bis 2003 Forschungsleiter des Art Science Research Laboratory in New York und hast auch aus New York als Kulturkorrespondent geschrieben. Du kannst von daher sicherlich auch deine Erfahrungen mit München und mit der hiesigen Kreativität ein bisschen in den Kontext deiner anderen auch reichen, aber auch als sehr kreativ geltenden Stadt setzen. Und Urs Kumberger, du kannst das primär mit dem Hintergrund deiner Berliner Erfahrung sicherlich auch und kannst uns ein bisschen was darüber erzählen. Was ist denn der Unterschied zwischen München und Berlin? Kann München von Berlin lernen? Muss es das überhaupt? Kann Berlin was von München lernen? Euer Büro wurde 2011 gegründet und wie du gerade erzählt hast, eigentlich erst mit den Befehlen des Auftrags von kreativen Quartier.
Warum finde ich das Thema, oder warum finden wir als Architekturmagazin das Thema interessant? Weil natürlich die Schaffung von einem kreativen Umfeld, von einer kreativen Atmosphäre schon etwas ist, was man architektonisch befördern kann, was eine architektonische Basis hat und wie man die schafft und ob man die schaffen kann, gerade auch in einer Stadt wie München, die ja per se nicht als kreativ gilt, das wollen wir heute diskutieren. Und ein ganz bisschen würde ich auch diese Frage, ob es überhaupt diese kreative Klasse gibt, mal selber in Frage stellen. Aufgeworfen hat sie ja, wissen Sie, Richard Florida 2002 mit seinem Buch The Rise of the Creative Class. Seine These erstens, es gibt diese Klasse an Kreativen, die eben unterschiedliche Milieus verbindet. Das heißt, es sind Künstler, es sind Werber, es sind Journalisten, wenn man uns wohl will. Es sind auch Architekten, obwohl sie das selber nicht so gerne hören. Also zumindest laut Florida sind sie das. Also erstens, es gibt diese Gruppe. Zweitens, diese Gruppe hat eine ökonomische Relevanz für Städte. Das heißt, wenn man die Creative Class anzieht, geht es einem wirtschaftlich besser. Und drittens, diese Anziehung kann man politisch befördern. Das war seine Kernthese. Man kann als Stadt die kreative Klasse durch kluge Politik, wie auch immer, aus ihnen anziehen. Das hat er 2002 gesagt. Das führte dazu, dass eben Städte rund um die Welt probiert hatten, die kreative Klasse anzuziehen, sich alle an Florida orientiert haben. Das führte allerdings nicht dazu, dass alle Städte gleichermaßen wuchsen. Es gab einige Städte, die waren erfolgreicher als andere, und deswegen ist es inzwischen so, dass Richard Florida nicht mehr als der sozusagen universale Heilige der Städte gilt, auch weil wir, Stichwort München, viel über Gentrifizierung diskutieren. Und weil man eben auch die These aufstellen kann, vielleicht kann man ja auch erfolgreich und angenehm und wohnlich sein, ohne eine überbordende Kreativszene zu haben. Florida selber hat gerade in dem Buch vor zwei Jahren selber seine These revidiert in Bezug primär auf amerikanische Städte. The Great Reset hat sein neues Buch, wo er eben einfach festgestellt hat, es gibt, also alle Städte bemühen sich um die Kreativen, aber nicht alle Städte sind erfolgreich. Stichwort Detroit, Stichwort New Orleans etc. Hat also seine These ein bisschen modifiziert und orientiert sich jetzt auch zunehmend nicht nur an politischen Lockdown-Prozessen, sondern auch an Bottom-up-Strategien, also daran, dass man vielleicht auch Dinge einfach mal laufen lassen muss, um die kreative Klasse anzuziehen. Und dass man eben das urbane Wachstum vielleicht auch nicht zu 100% planen kann. Weiteres Stichwort in seinem neuen Buch ist Rentership statt Ownership. Das ist zumindest was sozusagen die Besitz von Wohnraum anbelangt, auch mal ganz interessant. Das war ein bisschen der Rahmen zur Diskussion und meiner Ansicht nach auch der sinnvolle Einstieg für unsere Diskussion. Deswegen würde ich euch Sie drei mal fragen wollen zum Einstieg, wie Sie überhaupt zur These von Richard Florida stehen. Wie viel ist da überhaupt dran? Das wäre vielleicht was zu mal beginnen. Also wenn die These revidiert hat oder nicht, ich kriege auch ständig als New York als Professorin bei den Studien heraus und unterstütze auch Städte in ihren Vorhaben, kreative Klassen zu definieren bzw. anzusiedeln. Ich glaube fest an diese These. Kreative Klasse heißt der Name für das Kapital, das folgt, Access to Talent. Also dass man eben, wo sind die Talente? Und die Talente hat auch festgestellt, auch kürzlich erst oder nach seinem Buch, werden eben genau dort sein, wo es auch abends Unterhaltung gibt, von Karaoke-Bars, die er wirklich auch erwähnt, bis zu eben kreativen Angebot. Und die zeigt sich gerade wieder in den Städten, also in den Dense Populations. Und was Venture Capital anbelangt, was Startups anbelangt etc., findet das wieder in den Städten statt. Das heißt, das Geld kommt auch dahin. Und wenn wir die kreative Klasse uns anschauen, in Deutschland, und Sozialprodukt vor drei Jahren, glaube ich, ist die mit einem Umsatz von 2,3% genau zwischen der chemischen und der Automobilindustrie angesiedelt. Also, ob man über das Symptom der kreativen Klasse spricht oder nicht, ist definitiv ein wirtschaftlicher Faktor und in den Megastädten, also auch in Städten wie München, würde ich meinen. Frau Knutzen, geht es für Sie überhaupt um die kreative Klasse? Ist das eine relevante Kategorie für Ihre münchenbezogenen Aktivitäten? Also ich möchte mal ganz zu Anfang eine ganz wilde These irgendwie produzieren, und das ist, dass München ist eigentlich die kreative Stadt schlechthin. Ja, ich glaube, ich erkläre mich jetzt mal. Das kann man ja nicht so stehen lassen. Wir haben ich bin ja nicht jetzt im Bereich Kreativwirtschaft tätig, das wissen wir, ich verantworte den Tourismus in München, und insofern ist das natürlich auch meine
habe mein Hauptaugenmerk liegt auf der Art und Weise, wie München sich nach außen darstellt. Und da haben wir vor einigen Monaten zusammen mit Tim, der Tourismusinitiative München, eine Studie ausgeführt und dann auch vorgestellt. Und diese Studie sollte darstellen, wie München sich in der Außenwelt, wie München in der Außenwelt wahrgenommen wird. Um das ganz stark zu verkürzen, weil es also eine sehr interessante Studie war, aber um das ganz stark zu verkürzen, ist es so, dass München lebt von seinem Image der Teilhabe. Also das heißt, dass München ganz besonders sich von anderen Städten in Europa, aber auch im Rest der Welt abgrenzt, dadurch, dass in München eine Teilhabe am Leben und Leben dieser Stadt möglich ist, auch für den Besucher. Auf sehr einfache Art und Weise, das ist in anderen Städten nicht möglich. Und wenn man dann zu der Überlegung kommt, dass die Kreativwirtschaft ja im Prinzip eine Wirtschaft ist, die von der gemeinschaftlichen Entwicklung von Lösungsansätzen lebt, das heißt auch von der Gemeinschaft, dann komme ich zu der These, dass München die kreativste Stadt überhaupt ist und dass das für mich ein ganz wichtiger Teil des Images dieser Stadt ist. Also ein wirtschaftlicher Geist, das zu sagen. Du kannst jetzt einfach mal sozusagen den Vergleich zwischen München und Berlin ziehen. Ist München eine Stadt der Teilhabe? Stimmt das? Auf eine gewisse Ebene ganz sicher, also auf einer anderen Ebene vielleicht eher nicht. Also, weil ich habe ja auch gelebt und studiert und habe eigentlich aus dem Grund das Gefühl zu haben, Schwierigkeit haben zu können, die Stadt auch verlassen. Weil ich quasi das Glück ist, also schnell eigene Projekte, eigene Ideen zu verwirklichen und diesen Platz habe ich dann. Weil sie am Beginn einer großen Realität nicht und würde jetzt auch noch nicht jemand gegen diesen Raum werfen. Wollte ich eigentlich nicht zu Beginn, aber mache ich auch nochmal und stelle ich mir so einen Raum. Also, woran machen Sie es denn fest, dieses Stadt? Ist das nur so ein Image-Ding oder ist das einfach nur, man sitzt im Biergarten und der andere trinkt auch ein Bier oder hat es auch wirklich eine ökonomische Relevanz, wenn Architekten jetzt schneller teilhaben am Bauprozess beispielsweise? Also wir reden jetzt zunächst mal von, also im touristischen Bereich natürlich von der Teilhabe am Leben dieser Stadt. Also die, was die Bewohner machen, die sitzen im Biergarten, die sitzen oder liegen auf Laura, in Itterau, am Gärtnerplatz. Es sind hier sehr, sehr viele Orte der Begegnung im öffentlichen Raum, die einfach genutzt werden, sobald das Wetter schön ist, werden die Tische und Stühle auf die Terrasse gezerrt und das Leben findet draußen statt. Und das hat einfach was damit zu tun, dass sie nicht wie in anderen Städten zwar sich auch in das gleiche Café setzen dürfen, aber im Prinzip das Leben so wie im Aquarium also vorbeiziehen sehen, sondern es hat was damit zu tun, dass sie ein echtes Angebot der Gemeinschaft gemacht bekommen, wenn sie zum Beispiel im Biergarten sitzen und ein Gespräch entsteht an einem Tisch oder beim Oktoberfest dieses gemeinschaftliche Feiern, das ist ein tiefer Bestandteil der Tradition dieser Stadt und das meine ich mit Teilhabe. Das ist jetzt natürlich so, dass das, und ich habe ja diese These auch bewusst provokativ geäußert, das ist natürlich so, dass sich das jetzt nicht auf alle Bereiche des Lebens erstreckt. Das heißt also, gerade was Sie auch angesprochen haben, die Teilhabe am wirtschaftlichen oder auch die Möglichkeiten hier zu starten, den Teilhabe am Immobilienbesitz oder das ist natürlich dann ein deutlich anderes Thema. Aber wie gesagt, ich bin Touristikerin und rein vom touristischen Standpunkt aus gibt es meiner Auffassung nach in Europa keine Stadt, die ein solches Angebot an die Menschen gibt und das auch so wahrgenommen wird, was dazu führt, dass enorm viele Leute, die hierher kommen, gerne wiederkommen. Also das ist ein ungeheuer starker Wille. Als dieser Reiter noch Wirtschaftsreferent war, von nicht allzu langer Zeit, und ich glaube im letzten Jahr noch mal davon sprach, dass der Tourismus in München noch mal 10% zugenommen hat, auf 1,4 Millionen Besucher, das ist ein Wirtschaftsfaktor, hat er explizit, das fiel er damals auch überein mit der Neueröffnung des Lehnbachhauses auch als Faktor eröffnet. Ich meine, wir kennen Bilbao, wir kennen das Centre Pompidou vor 40 Jahren in Paris, was das mit diesen Städten gemacht hat. Und noch einmal, das mag jetzt hier ein Werbefilm sein, der links von mir läuft, aber das ist ja auch ein bisschen das ist wichtig. Also das Städtemarketing ist ja auch ganz wichtig. Es muss allerdings fließen auf Realitäten, weil sonst ist es völliger Rauch und Dampf. Und
natürlich ist es ein Vertreiberkampf und ich glaube, es ist ja auch, Florian hat ja auch über diese Attention Competition von internationalen Städten spricht. Aber wenn wir es uns wirklich in Zahlen anschauen, dann gibt es auf der Welt 600.000 Network Potentials und 200.000 High Network Potentials. 200.000 High Network Potentials heißt, die verfügen über Liquid Assets von 30 Millionen Dollar. Okay, das ist wahrscheinlich keiner von uns im Raum. So, in New York ist es ganz klar, dass bis 2024, da liegen derzeit 3.000 High Network Potentials, 900 glaube ich die allermeisten, dass bis 2024 in New York sich diese Zahl um 30% erhöhen wird. Davon wird die Kultur profitieren, dafür werden auch neue Kulturinstitutionen geschaffen. Wir können auch wieder von New York zurück nach München, aber ich denke mir, wenn man dafür richtig wirkt, dann zieht das natürlich auch das Geld an sich und gerade bei einem Projekt, wie das da ist. Ich meine, auch diese Leute mit Konvergierungsunternehmen, die im W sitzen und den guten Jobs mit ihren Eltern anbieten. Also folgen die Kreativen nicht am Ende auch den Geld, die er dann braucht? Das ist so eine Eifrage immer so. Also was war zuerst da? Das ist tatsächlich, weil wenn wir von der Werbung sprechen, vor 100 Jahren, wenn wir uns da Zeitung anschauen, vor 100 Jahren wurde München in amerikanischen Zeitschriften geworben für die internationalen Wagner, für die internationalen Mozart-Festivals etc. Es galt als Florenz oder als Paris an der Isar. Es wurde darauf hingewiesen, dass es eine der Central Attractions auf dem Kontinent ist. Also das ist durchaus auch etwas, das eine Historie hat und das auch eine inhärente Wahrheit, ohne jetzt Thesen aufzustellen. Und natürlich für BMW als eines von 7 von 30 DAX-Unternehmen, die in Bayern oder in München viel mehr Fuß haben. Wir wissen, dass ja Großraum München knapp 30.000 Mitarbeiter, klar tun wir etwas für die Stadt, klar gehen wir in die Museen. Aber natürlich auch die Kreativität hat ja auch von dem von der Künstlersozialkasse Gehaltempfänger, Künstler bis zu einem Werbeagenturchef auch eine große Chance. Jetzt haben wir von der Werbung von vor 100 Jahren gehört. Mich würde auch mal interessieren, wenn Sie sagen, die Positionierung ist jetzt diese integrative Stadt. Wie sieht denn eine Werbekampagne aus? Was folgen Sie denn daraus? Vielleicht auch gerade in Bezug auf die Kreativen, die wir als Besucher zunächst mal, aber dann eben auch als Arbeitnehmer hier haben wollen. Also dazu muss ich sagen, dass ich nicht an Werbekampagne glaube. Ich glaube, dass Werbekampagne immer nur sehr begrenzt, erstens für einen sehr begrenzten Zeitraum und zweitens auch eine sehr begrenzte Menge von Menschen erreichen kann. Ich glaube, dass ein Image, also wir reden hier über das Image oder die Identität einer Stadt, ein Image hält sich immer so Marktkirchenstand. Es geht wirklich um Identität, es geht darum, was diese Stadt ausmacht. Und das kann man nur dadurch nach außen tragen, indem man die Leistung, also das, was hier geboten wird, diese auf der einen Seite Spitzenleistung im Bereich Kultur, im Bereich Kreativität, aber einfach auch dieses authentisch, teilhaberische, diese Gemeinschaft, das gemeinschaftliche Erleben von denen im Biergarten oder beim Oktoberfest, indem man das immer wieder Beispiele dafür sucht, Plätze dafür kreiert, sie zulässt und eben diese Leistung an sich verstärkt. Und dadurch trägt die sich von alleine nach außen. Also das heißt, ein Image bildet sich nicht in 3 Monaten, weil man eine riesen Kampagne macht, sondern ein Image bildet sich über 10, 15 Jahre, weil man an seinem Produkt, an seiner Leistung, an dem, was da ist, immer weiter arbeitet und versucht, es immer weiter zu entwickeln. Aber trotzdem, wie machen Sie es denn konkret? Ich habe es noch nicht verstanden. Wenn klassischer Werbung funktioniert, nicht eine Printwerbung, keine Sports, was sind dann? Also wir ganz konkret haben eine, wir sind ja verbunden mit TIP, das heißt also, wir haben ein begrenztes Marketingbudget und wir richten uns an Multiplikatoren, das heißt also, wir versuchen mit Reiseveranstaltern, mit Kongressveranstaltern, mit Agenturen und so weiter in den unterschiedlichen Ländern zu sprechen. Wir sind in ungefähr 26 Märkten international präsent, die wir aufgeteilt haben nach ABC-Märkte. Das hat was damit zu tun, wie viele Besucher da in den vergangenen Jahren gekommen sind, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dieser Märkte ist, um auch zu reisen. Also die Verteilung des Wohlstandes in diesen Ländern wird genauso bewertet, wie viele Leute sind aus diesem Land in den vergangenen 3 Jahren nach München gekommen. Das benutzen wir, um dann zu entscheiden, wie viel Marketingbudget verwenden wir dafür und richten uns an ein Fachpublikum. Also das heißt, wir haben im Prinzip bis auf eine ganz kleine Präsenz auf der ETB, die auch als Fachmesse eben einfach die größte Messe der Welt ist im Bereich Tourismus, haben wir im Prinzip eigentlich keine Berührungspunkte zu einem Endkonsumenten. Das wird Sie jetzt nicht vorstellen. Ist dann aber so. Das glaube ich da auch. Ja, so eine Einschätzung, was ich jetzt hört, klingt natürlich schon gut und
muss schon sagen, dass in meiner Beobachtung ganz anders ist. Also wenn wir jetzt, wenn ich das Kreativkritik spreche, wir sehr viel Kontakt. Also das klingt sehr nach etablierten Institutionen, die natürlich hier attraktiv und gut einen Platz finden, aber wenn man sagt, Kreativität ist auch mehr als eine Statistik, was Wirtschaftsfaktor angeht, sondern auch eine Szene, dann sehe ich das schon, sehe ich, wie schwer es hier kreative und Künstler haben und die Trends hier verdrängt werden. Ich sehe zum Beispiel, ich glaube, Vergleiche bei den Minuten mag ich überhaupt nicht, bin nicht langweilig, aber ich sehe schon auch einen extremen Zuzug der Nachrichten und da ist es sicher nicht der Wirtschaftsfaktor. Trotzdem gilt es als kreative Start und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen, wenn wir über kreative Szene sprechen, ist hier vielleicht noch nicht auf dem wenn man nur über das Image und Marketing spricht. Oder zumindest nicht vertreten an der Substanz, oder auch das der, also möchte ich hier nur absolut, die Frage ist halt, kann man das machen, was Paul da eben gerade macht und Kreativität unterstützen nennt. Ja? Reicht dann dazu ein paar, reicht sowas wie das Kreativquartier, muss man günstigen Space schaffen, und so Chatlist über die schon promoviert, wie macht man das denn überhaupt? Dann sieht man diese Art von Kreativer an. Leute, die da vielleicht gar kein Geld verdienen wollen, die einfach Kunst machen wollen. Naja, also vielleicht, ich spreche auch von der Skalierbarkeit, ja, wenn das Hobby, wenn der Bau auch darf man das eben so etwas gibt wie das Kreativquartier, das Essentielle für das Wellbeing in der Stadt. David Schipper fehlt, der gerade in Berlin jetzt nochmal neu baut und der durchaus nicht über alle Zweifel haben, so was dessen Ästhetik anbelangt, der einen großen Zuspruch findet, hat bei einer Rede kürzlich in Berlin gesagt, dass man sich vorstellen muss, dass in London wachsen gerade 200 Hochhäuser aus dem Boden. Völlig unkontrolliert, so die erste Anstellung. In Deutschland gibt es, und wir dann auch Berlin an, dasselbe gilt auch für München. Die ich jetzt frage, wahrscheinlich ist es oft, dass er gesagt vielleicht auch ähnliche Sachen, das war eine andere Angelegenheit, das war in der Nationalgalerie. Aber das zweite, das ist ja bekannt, 200 Hochhäuser schießen in den nächsten Jahren in London aus dem Boden. So, da macht man sich sogar Gedanken darüber, dass vielleicht sogar die über 100 Jahre alten Werbung, die damals auf die Backsteine der Trennwände der Häuser gemalt wurden, jetzt verschwinden und wie man die dokumentieren soll, etc. Bei uns ist schon in diesem Regularienbuß doch etwas Gutes enthalten. Und das würde ich immer als die, ja, vielleicht als die soziale Mischform der Corona-Struktur definieren. Und da ist ja durchaus auch bei München oder auch andere deutsche Städte ganz gut dabei, die zu gewährleisten. Also das ist auch in Gegenden, wo natürlich die Mieten überall nach oben gehen, aber auch Sozialbau etc. Seite an Seite dann existiert. Das gibt es in anderen Städten. Und ich finde, das zeichnet München genauso aus wie Berlin und das macht dann auch wieder solche Oasen wie das Kreativquartier möglich. Ja, aber auch reicht das, um Künstler anzuziehen? Meine These wäre eine andere. Meine These ist, jetzt wenn ich selber Künstlerin, aber es wirklich, sag mal, anspruchsvolle bildende Künstler sich doch auch etwas leiden wollen. Und ich hätte eher vermutet, dass München gar nicht so viel, es ist nicht nur zu teuer, sondern München bietet schlicht und ergreifend wenig Handelsfläche. Hier ist irgendwie alles so nett, anders als zum Beispiel in London. Ich glaube, genau diese monströsen neuen Hochhausplanungen sind super für Künstler. Aber am Ende mal drei Künstler, die sich auch irgendwas haben können. Wenn es keine Wahl gibt, dann ist es das Ende von Kunst, aber auch das Ende von Kreativität. Also, meine persönliche Erfahrung, also auch die Künstler sind eigentlich ein einziger Reibung des Projekts, aber das halte ich auch für gut. Und ich glaube, dass wir dieses Projekt gefragt haben, also diesen Begriff Creative Class, Kreativität, Kreativer, nicht Kreativer, das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also wir haben immer versucht, für das Projekt eher über, also ich glaube nicht, dass man es planen kann. Ich glaube, was man machen kann, ist es schon mal nicht verhindern und irgendwie zu versuchen, vielleicht räumlich nicht, räumlich ein bisschen zu befördern. Aber ich glaube, planen kann man es eh nicht. Ich glaube nur, wir haben es immer versucht, eigentlich eher zu verstehen über eine Möglichkeit einer Nische, also Diversität eigentlich im urbanen Feld und eigentlich durch diese Erhaltung entsteht ein kreatives Milieu, was auch immer das heißt, aber eigentlich, was ist denn kreativ und was nicht, ist halt nicht den Begriff, finde ich ein bisschen schwierig, deshalb ich mag den Begriff kreativ, das ist ja eigentlich auch nicht. Das Leitmotiv, aber es geht für uns eigentlich um ein Quartier, das ist eigentlich eine Mischung, also auch urbane Teil, Diversität eben, das ein bisschen anders sein, auch noch ein Platz hat. Und diese Reifung, glaube ich, ist essentiell. Und diese, das ist ein Attraktivitätsfaktor, der dann auch kreative Wirtschaft etc. anziehen kann. Also ich bin schockiert, dass du sagst, es gibt keine Künstler mehr, die sich reiben wollen, weil ich wirklich finde, dass das Ende der Kunst ist. Was soll ich denn da auch provozieren? Natürlich, das ist ja klar. Ich unterstütze auch Kunst an dem Weg. Das ist ja eine völlig nutzlose Kunst, die ich unterstütze. Ja, selbstverständlich. Und wir sagen ja auch immer, wir wollen auch Kontroverses und Streitbares fordern, weil es nicht darum gehen kann, dass Kunst irgendwo gefällt.
Aber vielleicht, um das nochmal zusammenzubringen, was hier bislang besprochen wurde, ist, dass das Thema Gentrifizierung fiel ja bei dir auch. Es geht ja darum, wie wohl fühlen sich Künstler, und wenn wir wirklich von Künstlern ausgehen, nicht nur als Wirtschaftsfaktor, aber auch als Kreative, die sich mal leben oder denken, einem sollen das nicht in die Hand, aber trotzdem für sie schlafen müssen, dann muss irgendwo, dann ist es für mich eine Gefahr, dass diese Gentrifizierung eben neben dieser Zentrifugalkraft, die sie irgendwo beschreibt, also dass man immer weiter draußen leben muss, um sich noch von der Idee leisten zu können, auch innen drin die Institutionen vielleicht ein bisschen aushöhlen. Wie zum Beispiel New York, was mit dem MoMA passiert, jetzt wird auch das Graffiti groß umstrittener Neubau, der dort gebaut wird, und man sagt, jetzt ist das Museum ist sozusagen nur noch für Touristen da, es ist ein Department Store, es ist nicht mehr das, was es war, als es gegründet wurde, dass man dann eben aufpassen muss, dass man diesen reichen Kulturhaushalt, der hier in Berlin, der hier in München herrscht, auch mit kleineren Institutionen, jetzt auch wieder Kreativquartier oder anderen Dingen, die entstehen, also auch diese urbanen Zwischennutzungen, Nutzungen, Grand Teasing etc., Studierende, kleine Lehrveranstaltung an der Akademie, die jetzt einfach was gegründet haben, das nennt sich SPCV, und da zeigen sie international renommierte Künstler, weil sie das einfach wollen. Die haben auch einen Willen und ein Wollen, nicht nur sich an Dinge zu weisen, sondern auch produktiv Dinge nach vorne zu bringen. Und solange es da nicht weiterkommt, gibt es noch nicht mehr keinerlei Gedanken, wie wir die Klasse nehmen. Gut, ich bin wieder etwas erleichtert. Bitte schön. Also das, was Sie gerade sagen, ist ja natürlich sehr interessant, weil das natürlich auch von Teilen unserer Klientel, sagen wir mal, sehr interessant wahrgenommen wird und auch gerade, also wir reden halt, also ich bin wirklich eher aus dem Marketingbereich, weil ich muss jetzt nicht quälen, ja. Wenn wir mal darüber nachdenken, welche Art von Gästen auch nach YouTube kommen, also da befinden sich zum Beispiel die sogenannten Performer drunter. Ja? Und Performer sind Menschen, die also aus einem Sinnsmilieu, die also das Erlebnis wollen, die wollen Lifestyle, die wollen Individualität, Originalität und die wollen auch etwas, das heißt Kult. Ja? Und wenn jetzt diese Dinge entstehen, also in kleinen Räumen, und dann werden die wahrgenommen. Und dann werden die nicht nur von einer Person wahrgenommen oder von dreien, sondern da kommt irgendwie der Globetrotter, keine Ahnung, die neueste Auflage, und dann schreibt er, das ist ein Geheimtipp. Und der Geheimtipp ist in dem Moment kaputt. Und das ist eigentlich die größte Aufgabe, die wir haben. Das ist dieses maßvolle Wachsen. Ja, dieses Wachsen mit Weitsicht, weil wir im Prinzip eigentlich versuchen, etwas nach außen zu darzustellen, was in dem Moment, wo wir es nach außen darstellen, schon die Gefahr birgt, dass wir es damit kaputt machen. Die Authentizität dieser Stadt, das, was diese Stadt lebenswert macht, im Prinzip eigentlich in dem Moment, wo wir es publizieren, damit zu gefährden. Und ich glaube, das ist auch dieser Prozess, ich finde, Florian hat immer so ein bisschen zu Unrecht als derjenige, der die Gentrifizierung vorangetrieben hat, dargestellt. Ja, das ist etwas, das unter Umständen auch so eine Eigendynamik entwickelt. Ja. Interessant ist, dass Sie jetzt ja quasi gegen Ihre eigene Fakultät so ein bisschen gewirkt haben. Also, Sie sagen sozusagen, Marketing, Kommunikation macht alles kaputt. Das ist sozusagen gegen eine Öffentlichkeitsinformation. Ja. Ich glaube, man muss sich dessen einfach bewusst sein. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Städte brauchen Wirtschaftskraft, Städte brauchen Touristen, Städte brauchen diese, ich meine, der Tourismus wirft 7,6 Milliarden Euro ab, also als Umlaufrendite sozusagen. Das ist beachtlich. Ja, etwas weniger als die die Kreativwirtschaft der Stadt, die wirft, glaube ich, um die 9 Milliarden ab. Kommt ein bisschen darauf an, was man da einbezieht, wir hatten uns vorhin darüber unterhalten, dass die Münchner offensichtlich eine etwas andere Vorstellung von Kreativwirtschaft haben, als zum Beispiel jetzt in Berlin vorherrscht. Aber ich spreche, das ist eine Frage. Weil ich weiß, dass die Definitionen eine andere, dass auch die ganzen Forschungsinstitute sich also es ist weniger die klassische Szene in Richtung Forschung hier. Also ich glaube, es gibt so eine unterschiedliche Definition. Also in der Tat, das ist zwar, ich habe hier keine Mauer. Das ist sicherlich nicht kreativ klasse, aber das hat natürlich nicht das Zahlen beträchtlich, wenn die ganzen Forscher, wie der Chemiker, wie der Physiker auch zur kreativen Klasse gehört, dann weiß ich nicht. Nur so als Tipp. Aber in jedem Fall stellt sich doch die Frage, jetzt kommen wir noch das etwas konkreter auf das Kreativ. Quartier zu sprechen. Du hast schon ein bisschen Einblick gegeben, vielleicht für die, die es nicht kennen, fasst du nochmal zusammen, was überhaupt eure Idee ist und was entstehen soll. Also ganz kurz, es geht eben um ein Kreativquartier am Leopoldplatz. Es ist ein
die Aufgabe, es war die Aufgabe gestellt für den Wettbewerb um Kreativposition und Digital und unsere erste Herangehensweise war, es gibt schon längst keins, wir können das nicht planen, wir wollen das auch gar nicht planen, das kann im Grunde nur losgehen. Aber wir wollen mit den Qualitäten, die es gibt und mit den Bedingungen, das muss zur Wohnung geschaffen werden, wir brauchen Wohnungen in München, wollten wir gerne Haltung zu dem Ort entwickeln und basierend auf bestehenden Qualitäten, dass wir von Anfang an nicht vorhalten. Das ist, man sagt, dass wir ein bisschen weiter ausholen müssen, dass eben hier im Büroplatz vorsehen, da ein altes Gesernareal mit vielen Bestandsgebäuden, die jetzt architektonisch auf dem ersten Blick vielleicht rein vom Bau Substanz keine besondere Strahlkraft haben, aber von was wir für wichtiger finden, von ihrem Gebrauchswert, eine enorme Strahlkraft. Sie stehen für uns für eine der wenigen ersten Nischen in München, die so viele Leute zum ersten Mal hinkommen und sagen, das sowas hätte ich gar nicht erwartet, ich passt ja gar nicht zum Bild, das ist einfach ein super Ort, der im Grunde jetzt in Dynamik erfahren wird und natürlich ist dann ein Riesenrisiko, Gentrifizierung, Verdrängung. Das ist alles klar und es wird auch noch extrem spannend, wenn man weitergeht, aber trotzdem wollen wir eigentlich diesen Ort, wir wollen nicht transformieren, sondern Transformation ist ja permanent da, das geht darum, irgendwie ein Quartier entstehen zu lassen bzw. weiterzuentwickeln, dass da nicht alles in seiner ursprünglichen Möglichkeit und wenn sich nicht verliert. Und wie macht ihr das? Ja, wie machen wir das? Also im Augenblick ganz konkret arbeiten wir an der Rahmenplanung und was glaube ich schon mal anders ist als bei anderen Projekten ist, dass wir für diesen Bereich, was wir in unserem Projekt das Labor genannt haben, keine festgezurten Masterplan entwickeln, sondern ein Regelwerk und einen prozessualen Ansatz haben. Das heißt, wir können jetzt erste Impulse, können wir schon relativ klar definieren, dann entwickeln wir noch eine Haltung und Glauben und machen eine Vision für ein sehr kurzes, kleines, eher punktuelles Ziel und es wird später Etappen geben, die wir aber jetzt von unserem Zeitpunkt definieren wollen. Wo wir sagen, man will aus dem Prozess lernen und neue Erkenntnisse einfließen lassen in Zukunft. Das heißt, wir wollen eigentlich weniger definieren als gewöhnlich und mit mehr Zeit. Und auch weniger als vorher am Anfang des Wettbewerbs, oder? Dass man da eigentlich wirklich als Abreißungsform neubauen kann, weil der Vorschlag war genau das nicht zu machen. Ja, das sollte immer, die Definition zum Anfang abreißen sollte, aber das war schon interessant, dass eigentlich das komplette Quartier überplant war, gedacht wurde. Das heißt, es gab erstmal in der Vorstellung, wurde der Bestand nicht als eine Qualität gesehen oder zumindest wurde es so nicht definiert und es war eigentlich erstmal unser. Ich glaube, das war also der Kern des Projekts, also ganz kreativ. Wir gibt es schon, müssen eher über eine kluge Weitertransformation denken, nachdenken und dafür vielleicht Ideen und Impulse entwickeln. Das hat, seid ihr damit gleich durchgedrungen oder seid ihr eher auf so eine Kultur gestoßen, die das vielleicht nicht so sehr versteht? Also während des Wettbewerbs war es für uns überraschend, wie scheinbar leicht oder gut wir durchgedrungen sind, weil es war schon so eine totale Euphorie und jetzt natürlich in den Planungsprozess kommen natürlich die Realitäten, aber es ist schon, ich glaube schon, also es geht in eine spannende Richtung, man erweitert sich natürlich permanent und welche Kompromisse machen und was am Ende davon übrig bleibt, mag ich jetzt auch nicht vorherzusehen, aber ich glaube schon, dass sich das tut in eine ganz gute Richtung. Also, weil es ist natürlich die Frage, ob das dann sehr erfahren ist. Wir können sagen, wir machen das, oder gibt es das dann? Ist das dann anders, wie kann es aussehen, wenn man das sieht? Es wird schon mal die BMW. Nicht der Grenzprojekt ist natürlich, dass es Platz weiterhin für Mischen gibt. Und der politische Wille ist da. Ich glaube, wir können nur noch kluge Ideen und kluge Kommunikation vielleicht mal versuchen, alle so zurückzulegen in Richtung des Handelns. Das ist nicht nur, dass wir eine Vision in Richtung Analytics so, sondern das ist auch so ein interdisziplinärer Prozess. Und da muss da drinnen ganz viele Leute voneinander auch sehr spannend, was in den letzten Jahren schon passiert ist. Kulturreferat, Kommunalreferat, Planungsreferat, alles ist noch im Tisch und man lernt voneinander und weiß. Also ich glaube, die Tendenz ist schon die richtige und es geht absolut darum, dass Kreative am Ort bleiben. Das ist für uns spannend und wir haben wieder die offenen Gespräche. Also für uns als Theoretiker ist es explizit wichtig, dass man eben nicht nur über die kreative Wirtschaft ist, sondern eben auch über die Szene, die eben per se vielleicht nicht wirtschaftlich trägt, sondern eben diesen sozioökonomischen Humus bilden kann, den wir auch jetzt formulieren würden, die Idee, der in meiner Meinung nach enorm wichtig ist für die urbane Qualität. Genau, der Thomas, du hast es vorhin erwähnt, den Raumeffekt. Also, da gab es wahrscheinlich diesen Humus, der in irgendeiner Weise mit einer architektonischen Intervention begonnen hat.
In München würde ich diesen Bildauftrag in der Vergangenheit jetzt noch nicht gesehen haben, trotz BMW-Welt. Aber die Frage ist natürlich, was hier von so einem Entwurf ausgehen kann? Also zunächst den Bildauftrag hat es gegeben, die BMW-Welt hat einen Besucher im Jahr, aber die gab es 2007 noch nicht. Die hat jetzt gerade Ludwigs, ob man es mag oder nicht, aber Ludwigs Schloss abgehandelt, was den Tourist Destination Nummer 1 anbelangt. Das hat auch was damit zu tun, dass da zahlreiche von Profis im Wettbewerb bis zu Jazz Konzerten auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden, die eben Menschen auch immer wiederkommen lassen und nicht nur einmal dort die BMW besuchen lassen. Außerdem haben wir dort ein wunderbares Corporate Hub, auch ja nicht immer so, dass sie darauf achten, was drumherum passiert, siehe Anbau der Akademie. Ein wunderbares Ensemble geschaffen mit dem Olympiazentrum, dem Turm von Schwanzer und der BMW Welt. Aber ich möchte auf das eingehen, wenn du nach dem Potenzial fragst für das Kreativquartier. Noch einmal, wir haben 1950 gab es 50 Megacities, du kennst die Zahlen, weltweit. Megacities sind 10 Millionen Bewohner in einer Stadt. Heute gibt es 200 Megastädte und es werden mehr und über 50% der Bevölkerung leben bereits in Städten. 40 Millionen sind angeführt durch Tokio und Nagasaki. So, jetzt, wenn wir jetzt die Kirche drauflassen und bei München bleiben, haben wir jetzt 1,37 Millionen Besucher und ich glaube 2030 sind wir jetzt hier prognostiziert 1,65 Millionen Besucher. Also was 300.000 mehr ungefähr. Gut, also es ist handelbar. Ich fand aber wichtig den Hinweis bei dem Kreativquartier. Und wir müssen es immer auch in Konkurrenz nicht zu den Megastädten, sondern zu anderen Städten und Standorten, auf alle Fälle. Wie können wir das zumindest in diesem kreativen Bereich gewährleisten? Da fand ich das schöne Stichwort, dass nicht alles geklärt ist. Das kam auch bei Ihnen so ein bisschen durch. Ich würde das als organisches Wachstum irgendwo auch bezeichnen. Denn wir wissen auch, dass in der Architekturdebatte oder in der Debatte kreative Klasse und Städte auch immer wieder das Ding fällt. Richard Sennett zum Beispiel, der in den 70ern darüber geschrieben hat, Chaos breeds innovation. Ja? Und ich glaube, Eva Kraus hat in 2 Tagen eine Q&A-Runde zu, den muss ich jetzt nachschauen, den Namen, vielleicht sagst du kurz Fields. Joseph Fields, genau, im Vorgänger, glaube ich, 1926 geboren, hat 1960 das Buch Raumstadt geschrieben und spricht auch davon Individualität und Anarchie, die ganz wichtig ist für das Leben in einer Stadt. Und ich denke mir gerade, wenn wir von öffentlichen Räumen sprechen, das haben wir noch kurz erlaubt, denn der öffentliche Raum ist nicht die Distanz, die man durchmisst, wenn man von A zu seiner Destination geht. Das würde uns eine Google-Brille glauben machen, die uns per Algorithmus irgendwo hinführt, wo sie meint, dass wir hingehen wollen. Öffentlicher Raum ist sehr, sehr viel mehr. Und solange das auch in Zickzack stattfinden kann, solange wir auch nicht durch die Stadt zweckfrei laufen können und die Stadt das ermöglicht, dann hat die Stadt ein Potenzial und eine Chance. Das München das Potenzial hat oder diese Räume eröffnet unbenommen. Allerdings Chaos, Anarchie, man jetzt im Ernst, das gibt es doch nirgendwo. Also auch nicht in Linus. Nicht mal im jetzigen Kreativquartier. Streunende Hunde, das stehe ich eigentlich mal nicht mehr. Naja, das ist eine Atmosphäre, eine Aneignbarkeit zu verlieren. Also, ich glaube, das ist irgendwie darum geht. Also. Sie wollen widersprechen? Ja, nein, ich bin widersprüchlich. Es gibt natürlich Chaos oder Anarchie, die Innovation oder Kreativität hervorbringt. Und es gibt Gemeinschaften, das ist ja der erste Punkt, der im Prinzip wichtig ist, dass meiner Meinung nach der kreative Prozess daraus besteht, dass man gemeinschaftlich eine Lösung für ein Problem findet, was man alleine nicht hätte lösen können oder wo man sich alleine sehr viel schwerer getan hätte. Und unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere oder wenn ich mich richtig informiert bin, ist es auch so, dass gerade diese Art und Weise, wie man heute in der modernen Welt die Arbeitsprozesse sich auch ändern oder die Arbeits der Arbeitsaufbau sich ändert. Man ist mobiler, aber man arbeitet auch ad hoc zusammen in Coworking Spaces oder in offenen Büros oder in Netzwerken oder. Dann ist es so, dass das alles die These untermauert, Gemeinschaft schafft Kreativität. Und das ist natürlich was München tatsächlich im hohen Maß hat.
Und München ist auch, ich weiß nicht genau, ich meine, wir sprechen jetzt über Definitionen von Kreativwirtschaft. München ist noch vor Berlin in Sachen Produktivität dieser Kreativkultur und Kreativwirtschaft auf Platz 8 in Europa und damit weit vor Berlin. Das heißt also, irgendwo scheint ja was dran zu sein. Also ich kann ihre Problematik der Fehlerei, die kann ich verstehen, das ist alles sehr harmonisch und das ist ja auch irgendwie, was ich sage, die Gemeinschaft, die Teilhabe schon verankert. Aber trotzdem scheint es in irgendeiner Form zu funktionieren. Weil wir ja auch schon verschiedentlich gelesen haben, die Berliner Kreativen so viel Freiheit haben, dass sie am Ende gar keine Zeit mehr haben, um noch kreativ zu sein. Ja, das gilt zumindest für die Musikwirtschaft. Ein letzter Aspekt, der mich nochmal bei Thomas Käse speziell interessiert, ist nochmal die Strategie von BMW. Du hast vorhin so nicht da wieder, aber sozusagen einfach mal behauptet, für BMW sind die Kreativen wichtig. Ich frage mich, warum eigentlich? Also wärt ihr wirklich nicht hier, wenn München keine kreative Stadt wäre? Das heißt immer Zukunft braucht Herkunft. Und BMW steht für bayerische Motorenmarke. Und es ging ja 1912 los, als München auch schon, etwas später los, als München auch schon kreativ war. 1912 eröffnete über Wiesenfeld der Flughafen und BMW verdiente sich ja dann zunächst als Flugzeugmotorenhersteller. Das heißt, und hier werden, ich gucke auch manchmal aus dem Vierzylinder und schaue mir wirklich das Werk an, das sich ja fast einen Kilometer weiter in den Norden hinein erstreckt. Damals im Norden, jetzt in der Mitte der Stadt, also fast in der Mitte der Stadt, da werden 250.000 Autos im Jahr produziert. Die Leute haben keine Arbeitsgeber aus Nostalgiegründen oder aus Retro-Look-Gründen, sondern in München, in dieser tollen Stadt München, werden inmitten Münchens wettbewerbsfähig 250.000 Autos im Jahr produziert. Das ist eigentlich wirklich phänomenal. Und jetzt ging es aber darum, okay, und dafür bedarf es auch. Aber künstlerisch. Dafür bedarf es auch Kreativität. Also ich würde mal sagen, immer wenn wir uns kulturell engagieren, achten wir die kuratorische Integrität der Partner, die damit zusammengehen, achten wir die kreative Freiheit als genauso wichtiges hohes Gut, wie wir das auch letztlich den Designern und den Ingenieuren zugelegen müssen, um vorne dran zu sein. Das soll jetzt kein Werbefilm werden, aber ich mag es gleich verbinden, wenn es um fantastische Premium-Automobil geht. So, das braucht man, und wenn wir jetzt in die Antike gehen, es gab damals nur bei den Griechen den Begriff der Technik. Der galt für die Kunst genauso wie für die Technologie und das Ingenieurswesen. Das heißt, wir kommen aus einer Wurzel. Und wenn wir Kunst und Kultur unterstützen, dann natürlich so, dass wir genau diesen kreativen Freiraum entsprechend verlassen wollen. Und wir tun hier in München mit der Kooperation mit zahlreichen Landkörpern, Museen etc. auch kleineren Initiativen einiges, wenn man das auch mit anderen akzeptiert. Das stimmt, ihr fördert auch wirklich in München Kultur, Kunst. Aber ist das wirklich. Ist es für euch damit leichter, gute Leute zu kriegen, als für andere deutsche Autokonzerne, die sicherlich auch okay Autos bauen, die in deutlich unattraktiveren Standorten gehen? Wie wird zu euch zu VW nach Wolfsburg? Es ist wirklich, also es ist nicht, wenn man das messbar machen würde, dann wäre es schon fatal. Also natürlich entsteht nichts aus Altruismus oder Mäzenatentum, aus philanthropischen Gedanken, sondern es hat einzig und allein natürlich mit der Visibilität und der Reputation des Unternehmens etwas zu tun. Und dass man sich ein Unternehmen anschaut, wie es eben nicht nur in der Kernkompetenz, in dem Fall Automobilbau, unterwegs ist, sondern eben sich auch als Corporate Citizen einbringt und etwas zurückgibt in der Gesellschaft, in der es operativ international erfolgreich tätig ist. Das ist auch etwas, wie sich Damen und Herren da draußen unterscheiden beim Autokauf beispielsweise. Und da kommt natürlich das Kulturengagement, das zum Glück schon eine über 50-jährige Tradition hat, entsprechend zu tragen. Also wenn wir jetzt sagen würden, alles kulturelle Engagement sind nur so outgesourcete Think-Tanks, wo wir den besten Ideen nehmen. Ich wollte manchmal, das wäre so, aber dafür fehlt dann auch meist die Zeit. Vielleicht ein ganz kleiner Hinweis noch, als wir mit dem BMW, mit dem Guggenheim lange gearbeitet haben, eine internationale Plattform, die in New York, in Berlin und in Mumbai einen Halt gemacht hat, zu schaffen, wo sich interdisziplinär unterhalten wurde über die Herausforderungen der großen Städte. War, ob das jetzt in Mumbai war oder in New York oder in Berlin, ging es immer wieder darum, es wurden dann von den Kuratoren, den
der nicht reingeschrieben hat, 100 Urban Trends zusammengefasst, die dann in einer Ausstellung in Buchheim in New York gezeigt wurden, ging es immer wieder um das Persönliche, um das Storytelling, um die Neighborhood, um das gehört werden, um kleine nachbarschaftliche Initiativen, um das Makers Movement, dass man Dinge tut, die einfach lokal verbessert. Das war in allen Städten, ganz verschiedene Probleme, darum ging es auch, aber in allen Städten war das sozusagen das, was auch dabei herumkam. Und das fand ich einen ganz wichtigen Aspekt, wenn man sich jetzt eben von der Vogelperspektive aus städtischer Entwicklung anschaut und dass man da eben genau diese Nachbarschaften entsprechend berücksichtigt, wie das ein Ergebnis aus dem DNB Guggenheim wird. Ich will nur noch mal kurz nachfragen. Kommen die Leute lieber zu euch als zu VW durch das Kulturengagement, dadurch, dass München der attraktive Standort ist? Ich will mich nicht zur Konkurrenz äußern. Also, das kann. Wolfsburg ist auch eine schöne Stadt. Ingolstadt herrlich. Ja, Stuttgart fantastisch. Okay, das können wir mal so stehen lassen. Unsere Primärzeit ist oben. Ich würde, bevor ich gleich das Podium eröffne, noch eine ganz kurze Abschlussrunde machen und jeden von Ihnen bitten, den Ansatz, Ihre Vision für das München der nächsten 10 bis 20 Jahre zu schildern oder zu formulieren. Ich wünsche mir eine weiterhin dynamische und diverse Stadt, die sich nicht komplett homogenisiert, wo auch Menschen, die vor einer Runde etc. weiterleben können. Ich wünsche mir eine Stadt, die ihre Diversität, die sie heute schon besitzt, noch besser nach außen tragen kann, weil ich glaube, dass München heute viel von seinem Recht unter Schiff steht. Ich wünsche mir für München, oder was schon vor 75 Jahren Louis Mumford in seinem Essay What is a City gesagt hat, nämlich, dass eine Stadt ist die Stage for Social Drama. Ja, wo die Architektur und die Firmen drumherum nicht das unterbinden, sondern das eben ermöglichen und sogar verstärken. Weil es immer nur um die menschliche und die soziale Interaktion geht. Und diese Freiräume müssen erhalten bleiben und alle müssen daran Interesse haben, dass das der Fall ist. Ich schließe mich dem fast an. Ich wünsche mir eine Stadt, die den Mut aufbringt, die Gegensätze, die sie hat, die sie aber teilweise leugnet, nicht mehr zu leugnen, sondern offensiv zu benennen und klar zum Thema zu machen. Das von mir. Jetzt sind wir soweit fertig. Ich würde jetzt in irgendeiner Weise Sie bitten, uns noch zu challengen, Fragen zu stellen. Ich glaube, es fällt mir nicht schwer, Otto Weiler in München. Es fällt mir nicht schwer, ein bisschen einzuhaken. Ich sehe hier vier engagierte Teilnehmer, Rotungsteilnehmer, jeder mit einer ganz ausgesprochenen Referenz, jeder ein Experte in seinem Bereich. Und wir sprachen über den Begriff Kreativität. Und das Thema ist für mich absolut ausgefasst. Das ist ein herrliches Thema, hier anzufangen. Aber solange ich nicht weiß, von welcher Kreativität spreche ich überhaupt? Ich bin jetzt hier von der Kreativität der Künstler im Bereich Design, Mode, Musik, Kunst, Malerei, Design, Architektur, Verlagswesen oder spreche ich von dem Genuss, von diesem Genusserlebnis, von dem Marketingerlebnis, eine herrliche Museumsstadt, herrliche Orchester, was von mir in der Lage ist, noch ein anderes Musikhaus zu bauen, aber immerhin nach gutes Abklang, also ich das vielleicht auch etwas erreichen. Und so haben die Zinsenkreise herumgewirkt. Und ich muss eines sagen, München ist natürlich eine fantastische Stadt, aber es ist auch eine, ich würde es provokativ sagen, ist eine wunderbare, ist die beste Stadt der kreativen Spießer. Es ist die Stadt der kreativen Spießer. Hier findet man sich zusammen in allen möglichen Vereinigungen, man pflegt die Oper, man pflegt auch sonstige Vereinigungen. Sprechen wir von der Kunst der Maler, sprechen wir von Quartieren, die hier angesprochen wurden. Und da hat natürlich Berlin eine ganz andere Dimension gewonnen, denn Berlin hat einfach ein anderes Flair, hat viel billigere Mieten und man müsste normalerweise von den Baufirmen, die hier riesen Quartiere machen, müsste man sagen, ihr gebt einen bestimmten Mindestbetrag ab für Künstler. Und zwar nicht nur für ein komisches Gebäude vor der Allianz, wo man hier so eine Figur hinstellt oder am Effnerplatz so eine komische für 1,3 Millionen Kunstfigur, sondern hier Kultur heißt doch, oder auch der ganze Bereich der Kreativität
sollte man einfach anders fassen. Und das war so ein bisschen mein, ich habe gerne zugehört, aber das Marken können bleibt bestehen. Danke. So, vielleicht einer noch von uns Stellung beziehen zu diesem Statement, keine Frage. Und cool nicht. Kann ich nur sagen. Ich wollte ja keine Frage stellen. Okay. Das nehmen wir also als Statement. Weiteres Statement beziehungsweise Frage. Ich hätte eine Frage an unseren Experten für das Kreativquartier. Und zwar ist das Kreativquartier nicht so ein bisschen ein Feigenblatt oder eine Entschuldigung dafür, dass in der Stadt letztendlich immer mehr Monokultur herrscht, letztendlich Konsumkreativität vertreibt und letztendlich im Kreativquartier alle das nachgeholt werden muss, also auch beispielsweise das islamische Zentrum soll ja auch ins Kreativquartier, die schieben wir auch mal ab. Also alles, was man nicht brauchen kann in der Innenstadt, wird irgendwo abgeschoben. Es gibt so Alibi-Veranstaltungen, Oktoberfest oder englischer Garten und Biergärten müssen herhalten, so ein bisschen Alibi. Wir sind ja alle irgendwie doch kreativ und nett und gemütlich, aber in Wirklichkeit, wenn man in die Innenstadt geht, gibt es eine Klassengesellschaft, Maximilianstraße für 1. Klasse, Brienne-Straße 2. Klasse, Kaufingerstraße 3. Klasse und Cafés, wo sich früher Künstler und so weiter getroffen haben, gibt es mittlerweile in der Maximilianstraße gar keins mehr. In der Residenzstraße ist das letzte auch zugemacht worden. Also letztendlich, wir schaffen uns immer mehr so Biotope, so Alibi-Biotope. Ist das Kreativquartier nicht so ein Alibi-Projekt der Stadt München? Ja, das, also für die ganze Stadt kann ich nicht sprechen. Ich kann nur hoffen, dass es im Grunde über die, wir haben viel über Marketing und Image vorgesprochen, über die Interessen im Bereich Marketing hinausgeht und Kreativität, wie wir es immer verstanden im Sinne von Urbanität und Platz für Nischen und Diversität, naja, mit wenigstens ernsthaften Willen verfolgt wird. Also ich, unser Anliegen ist es, dass es ein, in dem Sinne tatsächlich ein, ich mache das Wort nachhaltig nicht, aber wirklich kein Biotop ist, sondern ein Quartier, das sich bewegt. Also, daran glauben wir, also jetzt kannst du für mich immer wieder sprechen, dass die Dynamik auch weiterhin drin sein muss. Das, da gibt es natürlich berechtigt vermutlich auch immer Angst, dass es eher zum Schlechten wird oder als zum Besseren. An Konservieren glauben wir aber auch nicht. Also, im Sinne von einem urbanen Quartier wollen wir schon, ob das jetzt kompensieren muss, was an anderen Stellen falsch gemacht wurde. Kann auch das sein, vielleicht lernt man nach vielen, ich sage jetzt mal, gescheiterten Projekten, dass man was anderes machen muss und zieht jetzt die Chance. Das kann sein. Also ich hoffe trotzdem, dass es gut wird, ein gutes Quartier. Denke mir auch immer, bevor es zu spät ist, lieber jetzt nochmal. Ich muss sagen, lieber jetzt nochmal. Die Politik wurde angesprochen. Ich weiß, es ist nicht Ihr Thema, aber ich will es doch kurz stellvertretend für die Kollegen erklären, warum es kein Alibi-Feigenblatt ist. Also wie gesagt, das ist also diese Diskussion nicht meine Domäne, aber ich weiß, dass die Stadt viel Geld in die Hand nimmt und Personal und Engagement beweist und insofern kann ich das nicht erkennen, aber ich meine, wie gesagt, bin ich vom Fach, ja. Also das Carsten Schmitz ist vom Fach sozusagen auch aus dem Kreativquartier angehen. Guten Abend erstmal. Ich glaube, noch viel mehr vom Fach haben wir hier ein paar Gäste sitzen, die sich zusammengeschlossen haben. Sie sind bloß des Kreativquartiers. Sie haben sich im Labor zusammengeschlossen. Und vielleicht ist es vielleicht mal interessant, wie Sie eben die Frage, die ihr im Podium hattet, das in 10 Jahren seht. Also, was quasi vielleicht das Kreativquartier ausmachen kann. Thema Nische, Thema Vielseitigkeit, Thema auch Herkunft. Und nach dem Motto, genau, das würde mich freuen, wenn ihr dazu. Ganz kurz zur Einführung sagen, was Sie genau machen. Mein Name ist Christian Schmudel, ich habe die Bildende Künstler, noch Installation im öffentlichen Raum und ich bin seit 3 Jahren jetzt aktiv mit einem Projekt auf dem Gelände dieses Quartiers, das von uns keiner kreativ nennen will, weil es auch dieses Wort an sich schon die Künstlerschaft eigentlich indikiert. Ne? Also wir haben Kreativität wird gerne verbunden mit Friseuren, die ich mir nicht leisten kann. Und ich glaube, dass die Chance, die München jetzt hier
ergreift. Und ich glaube wirklich, dass es ein ziemlich breiter Konsens gibt in der Politik, dass das jetzt gemacht werden soll. Die ist vermutlich einmalig. Also es ist ein Gelände, das im Moment von 13 verschiedenen Institutionen genutzt wird, die auch selbst sich sehr gut vernetzt und organisiert haben. Und dieses ist auf einer 20 Hektar großen Brache, und außenrum im Prinzip noch die fünffache Fläche an Gebäuden und Freiflächen steht, die nicht genutzt wird. Und es wird sich jetzt entscheiden, inwiefern tatsächlich diese Freiheit, die dort herrscht, und auch diese Anarchie, die dort herrscht, wie weit die, sagen wir mal, diesen Planungsprozess und diesen Verwaltungsprozess überleben kann. Also das ist eigentlich jetzt die spannendste Entwicklung, die die nächsten paar Jahre uns begleiten wird. Und von der Künstlerseite kann ich sagen, dass wir versuchen, hier auch eine Alternative zu bieten zu dem, was diese Protegierung der Verwaltung angeht, das auch diese Großinstitutionsproblematik, was Kulturbetriebe darstellt, vielleicht umdrehen kann. Und dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, hier eine Szene festzusetzen, die in München immer existent war, die aber durch diese permanente Wanderschaft eigentlich immer vertrieben wurde. Und das heißt, diese Option Berlin, Leipzig, Hamburg, Köln, wenn ich jetzt nicht nur Berlin als einzigen Ort definieren möchte, wo man als Künstler gut arbeiten kann, das war ja immer vor allem an diesem Mangel an Raum festgemacht. Und hier ist jetzt erstmals die Möglichkeit, wirklich den Raum zu geben, der da ist, damit das sich entwickelt, was eigentlich die Stadt wünscht, dass sich entwickelt. Wir haben viel über Künstler gesprochen, wir haben einen echten Künstler vor uns. Das ist auch sozusagen ein Spirit, der innerhalb der Künstlerschaft violent ist. Das heißt, es gibt eine neue Neugierde auf München, es gibt eine neue Freude an München, würden Sie sagen. Das ist ja nur als Planungsprozess bekannt, ne? Aber ich glaube, dass die Chance sehr gut ist, dass man, wenn man diesen Freiraum noch ein bisschen länger entwickelt, dass tatsächlich das einen Impuls geben kann. Das ist dann nicht möglich, wenn man es wirklich als Stadtmarketing betrachtet. Also in dem Moment, wo wir jetzt das auf Stufe Oktoberfest und Biergarten stellen, sind eigentlich von meinem Haupt. Also ich glaube, dass es wirklich diese ganz normale Arbeitsprozess geben muss. Und wir sind nicht alleine da, die Kollegen von Bartos, die hatten hier schon seit 18 Jahren oder in etwa dort permanenten Betrieb gewährleisten. Und die sind ja auch in diesen ganzen 18 Jahren auch außerhalb von München ziemlich aktiv und sehr bekannt geworden. Ne? Also es ist immer eine Frage, gibt man diese Nische und kann man die Nische auch über einen längeren Zeitraum auch erhalten. Und nicht als Konsort. Also ja. Sagt sie auch, da ist noch vieles einfach offen und man wird beobachten, ob das in 10 Jahren tatsächlich noch genügend Nischen, Kreativquartiere oder sonst wo gibt. Jetzt ist ganz gut hinten eine Frage. Ja, eine gab es davor. Okay, dann haben Sie natürlich. So, egal, ich kann auch danach einschalten. Weil die Frage, die sich mir stellt, ist, inwiefern München, also die Stadt, für ihre Kreativen etwas tut. Ich kann als Beispiel anführen, dass ich gerade eine Ausstellung kuratiere für Wien, wo es von der Kreativagentur der Stadt Wien den Auftrag gab, für ihr 10-jähriges Jubiläum eine Art Rundweg zu schreiben. Ich habe mich mit dem Mieten und 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 dem M
Künstler derzeit passiert, sind wir irgendwann in der Lage, den Euro-Programm einzufügen oder nicht. Aber im Endeffekt ist die Frage, was tut die Politik für München, wie groß ist die Bereitschaft? Wo kann man diese Kameraräume schaffen, wo werden sie auch mitfinanziert? Weil das, wir alle wissen, dass das nötig ist und auch irgendwo auch ein Engagement braucht. Das steht auch so vor. Ja, die Frau, das Kreativpapier dann doch auch immer so ein bisschen mehr gibt, natürlich immer. Und gerade eben, wenn es so stark in Verwaltungsverhandlungen gehalten wird. Aber tatsächlich gibt es da schon Konsens, da mal was auszuprobieren. Und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass nachdem der Wettbewerb so ausging, also dann ausgegangen ist, erstmal auch das Entsetzen bei bestimmten Leuten, Kollegen war, dass man sich aber damit inzwischen schon auch ganz gut arrangiert hat. Dass man über alle Fraktionen hinweg auch der Meinung ist, dass Kreativwirtschaft für die Stadt München ein wirklich wichtiger Bereich ist. Das war früher auch nicht unbedingt so. Es ist immer eine bestimmte Bewegung auf so einem Gelände. Und der Journalistiker hat das auch so wenig, die erstmal das Gelände erobert haben. Da wird aber sicherlich sich auch noch mal was verändern. Das glaube ich, ist auch hier auch bei diesen verschiedenen Gruppen, die jetzt schon ewig auf dem Gelände sind und die auch sehr gekämpft haben dafür, ja auch Konsens. Großes Problem ist halt im Bereich der Künstler natürlich immer die Situation nach Aktivisten, die sie auch zahlen können. Das ist auch eine Aufgabe, die sicherlich im Kreativpapier eine Rolle spielen wird, aber es gab ja auch unterschiedliche Wettbewerbe. Also, wie soll das Kreativpapier überhaupt ausschauen? Welche Inhalte soll es haben? Man hat ja auch dann die Brücke geschlagen zu den Fachhochschulen, das soll ja auch der Bereich Bildung mit einbezogen werden. Und wie das dann in der Entwicklung werden wird, das glaube ich, ist offen. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie ein Ziel, so soll es ausschauen, sondern das soll tatsächlich entwickelt werden. Hat auch damit zu tun, welche Leute kommen denn aufs Gelände, welche sind da, welche bleiben. Ich finde, das ist ein ganz spannender Prozess. Ich möchte aber auch, dass wahrscheinlich daraus die Mieten da doch nicht zu billig sein werden. Es ist vorher auch, ich glaube, davon ausgehen, dass Sie sich auskennen. In der Donaustraße war auch mal der Wunsch, dass man für die Folge der Tatmiete dann mehr gibt. Aber dann hat man das Ganze halt saniert und festgestellt, dass diese Kasernen halt in einem sehr schlechten Zustand waren und dass dann sehr viel einfach auch noch zusätzliches, was gar nicht kalkuliert war, hergerichtet werden musste. Und im Grunde sind halt die Steuermittel der Stadt. Es ist ja nicht so, dass der Stadtrat jetzt eine Geldmaschine hätte, sondern es sind tatsächlich die Aufgaben der Bürgerschaft. Und da gibt es halt eine Haushaltsplanung. Und eigentlich kann München sich schon leisten, im Kulturbereich ein System einzustellen, aber es muss halt dann doch immer ein bestimmtes Verhältnis sein. Da muss ich eigentlich auch ganz ehrlich sagen, ich würde gerne auch sagen, als Betrüger subventionieren auf 1 Euro. Aber das ist einfach nicht realistisch. Also wir werden sicherlich, wenn wir Glück haben, 5, 6 Euro fürs Leben kosten. Aber ich glaube, es ist auch, wenn ich die Künstler ernst nehme, dann sind sie ja auch kein Bittsteller oder Sozialleistungsempfänger, sondern ich kann auch von den Künstlern erwarten, dass sie gewisse Grenze auch überschreiten können, wenn gleich natürlich klar ist,
Künstler müssen eine Wohnung zahlen, müssen ein Atelier zahlen. Ich würde ganz gerne die Namen erwähnen. Ja. Du hast so schön wütend den Kopf, deswegen ein kurzes Wort. Ich glaube, deswegen habe ich mich eigentlich auch gleich melden müssen. Für mich ist es ganz schwer auszuhalten, ist, oder auszuhalten war gerade, diese ganze Rede über dieses Kreativquartier, über diesen Wunsch nach Freiraum, Wunsch nach Anarchie, nach eigentlich genau all dem, was in der Donaustraße geherrscht hat. Ich selber habe in der Donaustraße gelebt, ich selber über viele Jahre live miterlebt, wie dort ein einzigartiger Ort existiert hat, der nicht außerhalb der Stadt, sondern stadtnah eine Möglichkeit gegeben hat, wirklich das, wovon hier geredet wird und gesprochen wird, was man sich das Kreativquartier wünscht, an gewissen Humus, an eigentlich einer gewissen Authentizität dort zu finden war, aber eben in einem Aspekt, der glaube ich nicht der Kreativwirtschaft entsprach, sondern wirklich einer gewissen Anarchie und Autonomie. Und uns wurde das aus verschiedensten Gründen, da gibt es natürlich verschiedenste Aspekte und das ist ein großer Punkt, den ich jetzt nicht in der Gänze aufmachen möchte, aber als jemand, der dort ansässig war, dort gearbeitet hat, dort performt hat, dort selber einen Raum hatte, ich selbst habe um diesen Platz gekämpft, also das ist uns allen über die Jahre zu einer Heimat geworden, eine einzigartige Oase, eine Künstlerkolonie, Künstler aus verschiedensten Städten, Ländern, verschiedenste, also diese Vielschichtigkeit, von der gesprochen wird, diese Vielseitigkeit, es gab es alles schon, auch hier in München. Und die Donaustraße war für mich einer dieser letzten Oasen und eben Biotope, Feuchtgebiete, wo ganz ungeplant Dinge entstehen konnten, wo es mich wahnsinnig traurig gemacht hat zu sehen, dass die Stadt München so eine Angst davor hat, vor diesem undefinierbaren, unplanbaren, unwirtschaftlichen, dass es dieses Feuchtgebiet sozusagen trockengelegt hat. Dort steht noch ein Haus, das saniert wurde, das Haus, das den Puffer zur Autobahn abgibt, wo auch noch tolle Leute also drin Raum haben und arbeiten und sind, aber und es fiel eben auch dieses Wort Kult, also das, was in der Lohmannstraße entstand und möglich war, durch diese großen freie Fläche, durch diesen freien Raum, durch diese Selbstverwaltung, war ein Stück weit für all die, die mit dort waren und es auch miterleben durften, ein Stück weit Kult, der in die Geschichte eingegangen ist. Und das wollte ich jetzt nur noch mal auch mit einbringen, wenn ich das alles so höre, dass jetzt die Stadt München gespannt ist auf dieses Kreativquartier, das sozusagen durch ein Wettbewerb gewonnen, Architekten und diese, also alles, wie es jetzt aufgezogen wird, hat natürlich einen ganz anderen wirtschaftlichen Aspekt und auch einen ganz anderen Image-Aspekt, als es die Luhmannstraße vielleicht hatte, aber es gab diesen Ort, der zerstört worden ist und dadurch ist es für mich ein bisschen manchmal nicht leicht auszuhalten, dem Rhein jetzt zu folgen, nur als Respekt. Auch danke. Es gibt Sie an der Ende, wenn wir sprechen, wenn wir nicht, dann haben Sie noch mehr sprechen. Sehr gut. Ja, wir jetzt leider jetzt leider noch ein bisschen zu viel von die Frau hat alles klar gesprochen. Natürlich war wie immer auf dem Moment gegeben, war begeistert davon, wie wir Künstlerinnen und Künstler unterschiedlich werden. Unterschiedliche Umstaaten, da miteinander gearbeitet haben, da Arbeitsräume gefunden haben. Aber es war eigentlich bezüglich genau dieses Areals. Für alle, die sich da eingebildet hatten, von vornherein klar ist und bleibt eine Zwischennutzung. Und das ist zumindest das Lauterreiten zu verdanken, das gemacht ist aus 50. Also sprich, das, was jetzt seit hier existiert, erhalten werden kann. Anders sehe ich das jetzt allerdings bei der Nachbarstraße, sprich beim Fertigverkehr. Hier soll, und das dürfte eine Aufgabe der Kulturverwaltung in München sein, Infrastruktur geschaffen werden, Raum geschaffen werden, der bezahlbar ist, auch die Rechnung getragen werden als kreativwirtschaftliche Startups in München. Und München ist geschafft, wunderbar ausgebildet. Für Kreative, für Designer, für Modemacher, für Architekten, für Grafiker und so weiter und so fort, sowohl für
Lage als auch der öffentlichen Ausbildungsstätten, dass die auf den ersten Schritt in der professionellen Welt tatsächlich die Chance haben, bezahlbaren Arbeitsraum in München zu finden. Das ist übrigens auch kein Anliegenprojekt. Das ist vielleicht ein Projekt, zu dem manche in Münchner Stadtrat einfach ein bisschen mit der Nase drauf gestoßen werden müssen. Und das ist ein Projekt, das erfreulicherweise als gemeinschaftliches Projekt von mehreren Münchner Referaten, der Urs hat schon angesprochen, entwickelt wird und zwar mit relativ viel Leidenschaft, auch mit relativ viel Reibung. Aber ich denke, das ist ein Projekt, das den Schwörer vorhin gesagt hat, das eine Riesenchance bietet und auch eine Perspektive bietet darüber, dass das Kreativlabor prozesshaft entwickelt wird, was nichts anderes heißt, als dass man versucht, möglichst viel Bestand zu erhalten und darüber hinaus im neuen Bau auch weitere Leute für Kreatives schaffen, ich weiß, der Begriff ist belastet, zusätzlich zu schaffen. Und das ist die Aufgabe, denke ich, der Stadt München, nicht nur ihre in der Fremdenverkehrswerbung sich wunderbar verkaufen lassen, die Kulturwerte anzupreisen, sondern es ist mindestens genauso wichtig, kreativen Raum zu schaffen für die, die in dieser Stadt arbeiten wollen. Kurz noch zum Beispiel Berlin. Natürlich mag Berlin arm oder sexy sein, aber es erleben auch Kreative, die aus München nach Berlin gegangen sind. In München finden diese Kundschaft. Okay, ich wollte gerade sagen, das war ein gutes Schlusswort, aber jetzt erheben sich auch viele Hände. Ich glaube, Sie waren schon in der Länge. Hallo, wir beide sind bildende Künstler und haben im Jahr 2011 und 2012 unsere Diplome gemacht. Fertig. Und eigentlich Problem in München sind vielleicht die Ateliers, wo es keine Möglichkeiten zum Arbeiten gibt, aber es gibt auch noch ein anderes Problem und das sind Ausstellungsmöglichkeiten, die es in München zu wenige gibt. Und die Ausstellungsmöglichkeiten, die es gibt, also die städtischen, meine ich jetzt, zum Beispiel die Kunstakademie, die werden durch Kuratoren, also betreut. Und dort finden sehr wenige Ausstellungen statt, also es sind vielleicht 6 Ausstellungen im Jahr, die dort stattfinden, aber man als Künstler wird, also die Künstler werden im Grunde genommen nur davon abgehalten, Ausstellungen machen zu können. Also zum einen sind sehr wenige Ausstellungsplätze, zum anderen werden die Künstler auch finanziell nicht unterstützt, also die Gelder, die, wo es heißt, es wird so viel Geld für Kunst ausgegeben und so viel Geld dafür ausgegeben, dass Ausstellungen oder Künstler gefördert werden, das landet alles in den Taschen von anderen Leuten, also der Künstler ist zwar der Erste, der arbeitet, aber der Letzte, der dafür bezahlt wird. Und das ist, glaube ich, auch nichts Neues, was ich sage. Und dadurch wird die Kreativität gestoppt einfach. Und okay, aber ich glaube, also wir haben ja schon verstanden, haben gemerkt, dass hier auch nicht alles Gold ist, auch für Künstler da. Die Kollegen, vielleicht ist das auch keine Frage so richtig, oder? Ja. Oder wollen Sie irgendwann auf dem Podium vielleicht? Nee, ich wollte noch was sagen, aber jetzt. Aber im Grunde genommen ist es auch ein Ort der Kommunikation. Das heißt, wir können es dann auch auf dem Netz mal weiterführen, da sozusagen wir jetzt schon seit anderthalb Stunden hier oben sitzen. Würde ich jetzt vorschlagen, dass wir die sozusagen den offiziellen Teil beenden. Wir haben gemerkt, so richtig lösen werden wir das Problem sowieso nicht. Wir haben gemerkt, Kreativität ist ein diffiziler Begriff, er ist sehr schillernd, sehr vielschichtig. Keiner will kreativ sein, Architekten definitiv nicht. Journalisten weiß man nicht, Künstler nicht, Friseure hingegen ja, damit wollen wir es alle nicht mehr lernen. Also ich glaube, wir konnten das Thema nur anreißen, wir haben aber wirklich einige wichtige Aspekte der Diskussion und der verschiedenen Facetten von Kreativität aufgeworfen. Mein Vorschlag, wir beenden die offizielle Diskussion und diskutieren jetzt in der Zeit weiter. Ich danke Ihnen sehr herzlich zum Kommen. Fürs Kommen und darf nochmal darauf verweisen, dass Sie Herr Baumeister mit den herzlichen Dank.